So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play FIFA 13. Jetzt geht es endlich wieder in die Bundesliga und zwar gegen Nürnberg. Aber vorher will ich nochmal ganz kurz zwei Sachen gucken. Und zwar wäre das dann einmal die Mannschaftsrang. Was ist das denn? Ach so. Oh, da kann man die Form gucken. Ist ja cool. Ja, nee, das suche ich aber nicht. Ich suche die Verträge. Wie viele Jahre die noch bei uns spielen. Da sollte man früh mit anfangen, da mal zu gucken. Mal gucken, also 4 Jahre, ja, ich glaube, der bleibt noch ein bisschen. Aber hier gibt es auch Leute, die nur noch bestimmt 0 Jahre bleiben, genau eben. Erwägt aufzuhören. Naja, interessiert eigentlich keinen, ob der aufhört. Ist der langsamste Spieler. Riedmüller brauchen wir auch nicht, den können wir verkaufen. Tymoszuk, ah doch, den können wir eigentlich behalten. Hier, komm. Kriegst sogar 1000 Euro mehr, Digga. Komm, Digga, gönn dir. So, dann Pizarro, den können wir auch behalten. Ich denke mal, dass der würde auch bei dem Gehalt bleiben. Reda, okay, das war's schon. Nee, Riedmüller und Van Beuten nur. Aber wir müssen Van Beuten dann in der Hälfte unbedingt verkaufen. Sollte der nämlich aufhören, kriegen wir nämlich kein Geld mehr dafür. Sollte er da nicht aufhören, der spielt sowieso nicht, oder? Nö. Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier. Ich wollte jetzt ja endlich mal Gomez reinpacken. Und ausnahmsweise darf Kroos mal von Anfang an spielen. Martinez will ich mal für Luis Gustavo spielen lassen. Obwohl der nicht so schnell ist. Aber ich denke mal, dass es trotzdem vielleicht besser sein wird. Mal gucken, hier für Abwehr und so haben wir nichts weiteres. Gut, dann starten wir mal. Na, nehmen wir die. Oh, ist gesperrt, schwul. Nehmen wir das dritte Trikot und die kriegen die Weißen. So, ist viel hübscher so. Ja, und bei denen der Schäfer verletzt ist, heißt natürlich, wir haben schon mal einen enormen Vorteil. Ich meine, ihr wisst gar nicht, was Schäfer für die Mannschaft alles getan hätte. So, aber erstmal hier Freistöße kann ich überhaupt nicht unter. Haut er den Ball. Oh, 1200 Punkte, easy, Digga. So, dann hier jetzt einfach mal gucken. Bringt das was, wenn ich den Knopf drücke? Nö. Ah, doch. Oder? Oh, wie easy das ist, ne? Das ist einfach mal. Ganz klar, so und hier jetzt auch, ah, der geht daneben, oder? Na, perfekt, Digga. So einfach geht das dann und so kriegt man dann noch die Bonuspunkte und kommt locker mal über 10.000 Punkte. Jawohl, Bronze, Leute. Silber vielleicht auch noch, bei 1.500 vielleicht. Ne, 1.700 hätten wir sowieso nicht. Aber egal, so, Bronze haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Jawohl, bringt uns zwar nichts, aber wir können sagen, wir haben es geschafft. So, da wollen wir mal hier, wir spielen. Na, wir spielen. Oh, wir spielen Teampressing. Heute mal. Ja, Rom, hol dir den Ball. Tier. Sehr. Oh, schade, ich dachte, der geht irgendwie zu mir, aber leider doch nicht. Na komm, hol ihn dir. Ja. Oh, was bist du denn für ein Schwanzlutscher, Alba? Junge. Danke. Ja, ey, Junge, ja! Er springt mir in den Rücken rein, aber kein Foul, alles klar. Hol ihn dir, Monster. Genau so. Ah, das Fehlpass, nee. Gut, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, lauf. Lauf, nein. Lass ihn nicht den Ball abnehmen. Ach, so ein Shit. Fuck it. So, wunderschön. Erstmal nach hinten spielen. Wir müssen ruhig spielen, Leute. Das Unentschieden reicht uns zwar nicht, aber trotzdem spielt ruhig. Nicht den Kopf verlieren oder den Ball. So, es ist schön. Oh, wegen Lag. Aber sieht er, so macht man das halt jetzt so. Fehlpass. Mäßig verliere ich da erstmal den Ball. Ach, ich habe automatisch Wechsel noch drin. Das habe ich eigentlich ausgeschaltet. Aber ich spiele auch gar kein FIFA mehr. Also das ist. Das ist, weiß nicht, irgendwann wird's langweilig fast. Ah, verdammt. Also ich habe bestimmt schon eine Woche oder so nicht gespielt. Ich bin eingerostet, Leute. Das kennt man ja. Ja, greif doch an, du hättest den Ball so locker holen können. Genau, so wie Shaqiri zum Beispiel. Guck, und solche Leute, die behalten dann einfach die Stammposition. Weil solche Leute. Lauf, lauf, lauf! Was ist das denn? Scheiße, falscher Knopf. Egal, hat trotzdem geklappt. Ah, wir spielen mal lieber hinten rum, weil da waren wir gerade zu viel los. Na, jetzt mal außen hier. Ja, wunderbar, Leute, wunderbar. So spielt man Fußball. Man muss auch mal den Ball verlieren können, sonst wäre es ja langweilig, wenn nur Bayern im Angriff wäre. Also bis jetzt ist das ein echt spannender Part, das muss ich schon sagen. So, jetzt verliere da nicht. Deck ihn weiterhin. Also tut mir übrigens leid an alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Den Part gegen Wolfsburg habe ich aus Versehen gelöscht gehabt. Der war sau lustig, fand ich, weil ich habe mich da übelst aufgeregt und da hat man auch mal echt gesehen, wie gut meine Abwehr ist. Da habe ich 2-0 verloren. Und da hätte man echt nichts dagegen sagen können, dass FIFA einfach nur behindert ist.
Aber leider habe ich den gelöscht, weil ich hatte dann noch was aufgenommen, da habe ich mich über das 2-0 aufgeregt, das habe ich dann gezeigt. Und da dachte ich dann so, ja, nee, das brauchen wir eigentlich nicht so. Dann habe ich es wieder gelöscht, aber aus Versehen den richtigen Part auch noch gelöscht. Oh, Junge, das war knapp. Am besten nicht mehr werfen, aber ich tue es trotzdem. Weil Schießen ist zu Mainstream. Also es war schon geil, das Spiel. Wie gesagt, wir haben 2-0 verloren, also es ist nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie Punkte erschummelt hätte oder so. Weil dann wäre es echt blöd, aber habe ich ja nicht. Sicher habe ich das nicht. Oh. Also gerade läuft es gar nicht gut. Hol dir Neuer! Ja, das ist echt ein Höhepunkt. Also das müssen wir uns unbedingt nochmal geben. So, hier Alba, komm. Digga, jetzt zeig, was du kannst. Du bist schwarz, du bist schnell. Du kannst es, Digga. Sonst gehst du wieder Baumwolle pflücken. Oh, zack, Alter. Zack, zack. Ja, er darf nicht den Ball verlieren. Er ist ein Außenverteidiger. Also der ist dann ja erstmal weg vom Fenster. Kann nicht verteidigen. Also Nürnberg macht das natürlich nicht schlecht, ne? Also wie die hinten stehen mit 5 Abwehrspielern, das ist schon extrem krass. Ah, jetzt verliere ich den Ball. Nisch. Noch nicht. Oh Junge, ist da was los. Oh, übelst verarscht, oder? Komm, Digga, ich muss von hinten schießen. Er gibt mir gerade gar keine Chance. Guckt euch das an, Leute. Der lässt mich nicht. Ja, Alba steht da schon, aber da muss ich erstmal auf Schweinsteiger geben. Der gibt zurück. Auf Martinez. Ich will nicht von hier schießen. Ja, dann verliere ich halt den Ball, weil er ihn zu weit vorgelegt hat. Das geht natürlich auch. So, jetzt muss ich aufpassen. Ah, da wollte ich gerade grätschen, bin leider nicht mehr dazu gekommen. Oh fuck, der ging weiter, als ich dachte. Das ist das Doofe, wenn der Fokus überhaupt nicht. Ich dachte schon Elfmeter. Wenn der Fokus überhaupt nicht mehr auf den Ball geht, dann ist es wirklich schwer, da den Ball irgendwie zu kriegen. Wow. Elfmeter? Nee, ich dachte schon. Alter. Also, das ist echt extrem knapp, dieses Spiel. Also, das wird schwer hier zu gewinnen. Also, ich meine, die sind 14. Also, mal ganz ehrlich. Das ist eigentlich ein Witz für Bayern, sage ich mal. Also, das ist eigentlich ein Free Win. Das sind 3 Punkte für nix, Alter. Für 90 Minuten chillen. Irgendwie, ja, ist klar. Ach, jetzt leckt's wieder kurz. Jetzt geht's wieder. Naja, geht so. Eigentlich geht's gar nicht. So, da muss es halt einfach so gehen, aber so geht's auch nicht. Ja, ich habe noch kein Kopfballduell bis jetzt gewonnen. Noch nicht eins. Also, meine Mannschaft gibt sich heute wieder extrem viel Mühe, wie man sieht. Jetzt ist er durch. Nee, er hätte aber durch sein können. Ach, ficken, ey. Oh, es leckt aber auch gerade. Mann, was denn das? Okay, jetzt aufpassen, Leute. Schön gespielt. Der war echt nice. Also, der war nicht schlecht gespielt. Das muss man einfach mal sagen. Aber zum Glück noch kein Tor. Wie gesagt, also, wenn es so weiterläuft, sehe ich hier schwarz. Und nicht nur, weil unsere Trikots schwarz sind, sondern weil wir das hier wahrscheinlich dann verlieren. So, durch solche Pech kommen wir natürlich erstmal ein bisschen näher zum Tor von denen. Aber dann sowas wieder. Oh, schade, den hätten wir auch haben können. Den hätten wir auch haben können. Leute, das war knapp. Jetzt natürlich wieder erstmal ruhig spielen hier. Erstmal den Ball halten können und nicht lecken. Also, es leckt wirklich. Diesen Teil leckt es übelst. Also, das ist wirklich so doll, habe ich das noch nicht gehabt. Soll ich Flanken versuchen? Ich weiß nicht, eigentlich bin ich nicht so der Flanke. Ach, scheiß drauf. Komm, Digga, der geht, der geht, der geht. Oh, schade. Und das war ein automatischer Wechsel von FIFA, wo ich das ausgestellt habe. Nur mal, dass man das mitbekommt, wie gut dieses Spiel programmiert ist. Also man kann es an- oder ausschalten. FIFA macht das dann trotzdem, weil die wollen hier nicht, dass ich gewinne. Oh, schade, hätte ich haben können. Aber Regen ist sowieso immer etwas schwieriger zu spielen, weil der Ball rutscht und so weiter. Da gehen nicht deine normalen Taktiken bei. Da kannst du nicht irgendwelche knappen Bälle spielen, weil hier verrutschen die. Jawohl, wunderbar. Das ist Einsatz, Leute. Das ist Bayern. So, jetzt hier, komm, lauf. Oh, nein, der war zu weit gespielt. Scheiße. Also, der war sowieso schlecht. Oh ja, Rom. Ja, das muss man erstmal zeigen. Ah, okay. Der spielt an den und. Oh. Ich sag mal so, über 0-0 würde ich mich nicht aufregen. Ne? Das wäre dann wenigstens so, dass wir dann wenigstens noch so halb wenigstens dranbleiben würden an dem sechsten Platz oder so. Oder an den fünften, nicht wer unter den Top 5 kommt. Ich will zumindest nicht gefeuert werden, deswegen wäre hier eine Niederlage eigentlich nicht so gut. Aber mit Alba in der Außenverteidigung ist diese Seite auf jeden Fall schon mal gut genug geschützt. Das wusste ich schon immer, das habe ich auch auf der letzten Pressekonferenz gesagt. Aber den Spieler Martinez, da sollten wir uns echt mal Gedanken drüber machen, dass wir den vielleicht doch auch gegen Alba tauschen. Dann haben wir halt zwei Albas. Das wäre auf jeden Fall viel besser. So, auf jeden Fall Halbzeit erstmal. Und hier sehen wir nochmal den wunderschönen Schuss.
Und ja, 7-0 Schüsse für Nürnberg. Das liegt natürlich daran, dass wir die falschen Spieler drin haben. Und das werde ich euch natürlich jetzt auch erstmal beweisen, indem wir erstmal Martinez rausnehmen für Gustavo, Müller kommt für Kroos und Gomez geht raus für Pizarro. Das ist nämlich ganz einfach, Leute, weil diese Spieler natürlich jetzt erstmal eine Pause verdient haben und auch an sich. Das einfach so ist. So, Alaba gerade gesehen, 100% Pässe, 1,5 Kilometer, also der strengt sich hier heute an. Der weiß ganz genau, dass seine Position nicht gefährdet ist und das möchte er auch so lassen. Aber guck, wir kommen schon, kommen wir hier. Das ist halt einfach Gomez und so. Und, also es ist nicht Gomez und so, passt wohl. Ja, jetzt schieß, ein Schuss! Oh, schade, fast ein Tor. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Ja, komm, werf, hallo, mach doch, wie lange brauchst du denn? Ey! Boah, unglaublich, diese KI. Jetzt kriegen wir. Ja, der war fast. Oh fuck, der ist mies. Der ist mies, aber Neuer ist natürlich da und behält den Ball einfach und schießt ihn nicht gleich weg, wie FIFA das normalerweise macht. Ja, wechsel doch. Nimm ihn dir, Neuer. Boah, nicht dein Ernst. Boah, alter Schwede. Ey, Leute. Ey, also das war aber auch gerade unfair, weißt du? Normalerweise haut FIFA den Ball da einfach weg. Das ist immer so. Außer genau jetzt. In der Situation natürlich nicht. Und es gibt wahrscheinlich Elfmeter. Ne, die haben weiterhin den Ball. Oh, Leute. Bitte. Jawohl. Jetzt Konter, Leute. Konter. Ja, da hast du ihn. Oh, lauf doch, Mann. Weißt du, ich drücke aber auch, oder genauso ein Bug halt von FIFA, ich drücke da tausendmal den Spieler wechseln und er wechselt ihn halt einfach nicht. Das ist halt so die blöde Seite, wenn man diese Automat-Spielerwechsel hat. Wenn er den nicht wechselt, wie gerade, dann hast du wirklich kannst du wirklich Pech haben. Also ich meine, das war wirklich jetzt Glück hoch 30, dass wir hier nicht 1-0 hinten liegen. Ich würde selber auch schon glatt sagen, dass dieses 1-0 für Nürnberg wäre mehr als verdient. Das ist eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit, kann man sagen. Weil also was wir hier bis jetzt zeigen, ist wirklich schlecht. Ne? Auch wenn dann wieder solche hier Alaba. Der kann jetzt zeigen, was er drauf hat. Der Schwarze. Der ist eigentlich sau schnell, fällt mir gerade auf. Hier kommen einfach in die Mitte flanken. Und dann macht die Müller natürlich nicht. Das ist natürlich klar. Aber da steht Robben, der Schweinsteiger schießt, der dann auf Pizarro gibt. Und Pizarro hätte schießen können. Und das ist 100 pro ein Foul. Der hat nämlich mit den Beinen schon so. Oder der war schon kurz davor hinzufallen. Lässt sich natürlich nicht fallen. Warum sollte man das auch tun? Es leckt gerade wieder. Es leckt gerade hart, jetzt geht's wieder. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Die Abwehr steht nicht mehr richtig. Das wissen die natürlich auch. Ja, wo spielt sie hin? Ach, den wollte ich gerade decken, aber es hat leider nicht geklappt. Hau ihn erstmal weg, genau. Oder pass ihn ruhig. Das war auch wieder Lack. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was ich erzähle. Ich muss mich wirklich hier konzentrieren, Digga. Es leckt gerade auch übelst wieder. Also das ist wirklich auch, keine Ahnung, liegt wahrscheinlich an meiner Festplatte, weil die wirklich gerade so überfüllt ist. Oder weil da gerade noch andere Sachen drauf. Ach ja, daran kann es liegen, weil ich gerade was downloade. Das könnte natürlich sein, wenn dann die Festplatte ist, nicht die schnellste, meine interne. Und das, wenn ich dann zu viel mit der mache, dann leckt's. Aber gut, für den Part muss es halt jetzt einmal so sein. Ich downloade natürlich nur legale Sachen. Das ist natürlich klar. Mache ich wirklich nicht mehr sogar. Aber was heißt diesmal? Ich meine, natürlich mache ich immer jetzt Müller von der Behindertenposition. Oh, der war gut. Oh, der geht. Oh, schade. So, haben wir wenigstens einen Angriff. Also zumindest haben wir jetzt schon mal uns verbessert. Ich sag ja, das ist halt einfach diese Aura von Pizarro. Hätten wir vielleicht Gomez doch drinnen lassen sollen, ich weiß nicht. Also doch, Gomez hätten wir 100 pro drinnen lassen sollen. Das war ein Fehler meinerseits. Ja, hier, ihr müsst euch mal mehr in die Mitte einräumen. Dann mache ich solche Bälle, mache ich so, drehe ich mich und dann ist es 1-0 nicht. Aber es hätte passieren können. Da will er gerade hinpassen. Ja, das wusste ich, das war auch klar. Einfach nur erstmal halten, ihn versuchen nicht zu schnell zum Tor laufen zu lassen, damit meine Leute auch zurückkommen können. Oh, Leute. Nein, was machst du denn? Ich darf auch nicht zu weit mit der Abwehr raus, sonst passiert nämlich sowas. Und jetzt ist er durch. Nicht. Ja, was beschweren die sich denn da, Leute? Sind die behindert im Kopf, Alter? Das war gar nichts. So, jetzt habe ich hier Hoffnung, dass Pizarro den doch noch irgendwie bekommt. Oh, ja. Nee, leider nicht. Schade.
jetzt zweimal erstmal fehlfaulen. Also Fehlgrätschen, nicht treffen mit der Grätsche. Also momentan ist Nürnberg echt eine krasse Mannschaft. Also das ist krasser als bei anderen Mannschaften. Auch diese Abwehr, sage ich mal. Aber ich weiß nicht warum. Ich glaube irgendwie, dass FIFA das so programmiert hat, dass dieses Spiel will einfach nicht, dass man gewinnt. Also das kommt mir echt manchmal so vor. Also wie die Abwehr dann so steht. Ich meine, die sind 14. Die haben so viele Tore kassiert. Ich meine, das wird einen Grund haben. Und von einem auf den anderen Spieltag werden die hier bestimmt keine super Abwehr kriegen. Oh, geh doch nach rechts. Also wie gesagt, mit dem Unentschieden hier wäre ich komplett zufrieden, aber das wird höchstwahrscheinlich nichts. Also das glaube ich nicht. So, Alaba hängt jetzt ein bisschen hinten. Er ist zumindest gerade noch allein. Jetzt ist schon sein Kumpel da. Und solche Ballverluste dann geben uns wenigstens noch Hoffnung heute. Aber solche nehmen uns den Mut dann auch wieder weg. Jetzt kriegst du den Müller. Schade, Müller kann aber auch nicht mehr. Schaut zumindest so aus. Nach einer Halbzeit kann er schon nicht mehr. Schade. Ah, war noch ein Foul, ist klar. Sowieso nicht. Also ist kein Foul gewesen, weil ich denke mal, den habe ich nicht berührt, ansonsten wäre hingefallen. Und ich glaube nicht, dass der Schiri da noch 30 Minuten hinguckt. Aber na gut, das ist halt FIFA und FIFA macht ja eh nie Fehler. Ja, komm. Hä? War es das schon? Oh lol. Achso. Ich habe die Zeit vollkommen vergessen. Ja gut, ein torloses 0-0. Ich denke mal, wenn man sich die Spielinfo anguckt, können wir uns mit 9 zu 3 Schüssen natürlich nicht beschweren. Etwas bessere Halbzeit von uns in der zweiten Halbzeit. Aber ganz ehrlich, Leute, das reicht nicht. Okay, er ist jetzt viel glücklicher, das freut uns. So, und jetzt auch schon das nächste Spiel gleich gegen Hamburg. Aber wir gucken uns noch mal ganz kurz Dieter Belle an. Das ist Trainerbüro nicht. Das ist Saisonstatistik, Vereinswettbewerb der Bundesliga. Wir sind momentan Sechster. Allerdings muss man sagen, dass Bayer zum Beispiel noch 8 Spiele hat und andere halt schon 11. Also das ist echt realistisch gemacht, dieses Spiel. Das ist in der echten Bundesliga gerade ja auch so. Bayer hat erst 4 Spieltage und die anderen haben alle schon, weiß nicht wie viel, 8 oder so. Aber das ist schon gut gemacht, dieses Spiel. Das ist schon absolut richtig. Und ja, momentan, also kann man sagen, dass Bayer wird diesen einen Punkt da holen, sind wir quasi Siebter am 10. Spieltag bis jetzt, wenn die beides gewinnen würden. Also müssen auf jeden Fall mal jetzt Punkte holen und unbedingt gewinnen. So viel kann man da schon mal sagen. Und ansonsten nach oben hin sieht es echt schwer aus. Alles klar, so viel dann erstmal dazu und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann.